Hallo zusammen. Unser heutiger Beitrag wirkt nicht weniger erquickend als eine Tasse Kaffee. Wir haben für euch die besten CCTV-Videos rausgesucht und zusammengetragen. Lasst uns loslegen. Vermutlich wird der Besitzer des Grünbikes am Ende als Schuldiger dastehen. Habt ihr gehört, dass sich Colonel Sanders höchstpersönlich von dieser Szene inspirieren ließ? Ihr wisst bestimmt selbst wozu. Wenn ein Kunde einen darum bittet, ihm etwas wirklich Wertvolles als Geschenk zu empfehlen. Während man selbst das Wertvollste ist, was dieser Laden zu bieten hat. Und seinem Kollegen hat er nachher bestimmt gesagt, dass er zur Seite ging, um sie einfach nicht zu stören. Das wäre der Raubüberfall des Jahrhunderts gewesen, wenn er sich am Ende nicht eine Packung Katzenfutter geschnappt hätte. Wollte dieser Habicht sich im Ernst mit dem Dino-Nachfahren anlegen? Vorteile eines modularen Hauses: niedriger Preis, schnelle Montage, Mobilität. Nachteile: Superhelden werden von keinem bezahlt, darum muss sogar Spider-Man jobben. Allerdings läuft bei ihm nicht immer alles glatt. Das mit der Zufahrt ist nicht so schlimm, Hauptsache der Rasen blieb unbeschäftigt.
Durchsichtige Türen sind zwar extrem grausam, aber diese Scheibe tut einem nach dem Schlag fast leid. Die sicher aber nicht. Die beiden erinnern an zwei Jungen, die gerade neue Kampfmoves gelernt haben und damit vor ihrem Vater angeben wollen. Er ist aber viel zu beschäftigt, als dass er sie beachten würde. Und diese Aufnahmen, die neulich im Netz gelandet sind, zeigen jemanden von euch bei der Rückkehr nach Hause nach dem Abschlussball. Ups. Hätte dieses Video eine noch ein wenig düstere Atmosphäre, hätte man denken können, es wäre ein Horrorfilm. Manchmal werden auch übersinnliche Phänomene von Überwachungskameras eingefangen. Wie man seinem Chef diskret andeuten kann, dass man was gegen die Videoüberwachung am Arbeitsplatz hat. Diese Kojoten benehmen sich wie typische Fußgänger, die im Begriff sind, über eine zweispurige Straße zu laufen. Fun Fact: Kuriere, die innerhalb eines Jahres nicht ein einziges Paket fallen lassen, kriegen immer das größte Trinkgeld. In diesem Teil von NFS stimmt was mit der Mechanik nicht. Wollt ihr wissen, wie man schnell Geld für so ein Auto ansparen kann? Die Antwort liegt in der 3-Sekunden-Regel.
wenn es in China eine eigene Version von The Avengers geben würde. Tja, wenigstens muss einer von ihnen nicht mehr auf die Toilette. Vogue ist in letzter Zeit so beliebt, dass es sogar in Fabriken getanzt wird. Der Moment, in dem einem klar wird, dass der Umzug nach Norden keine gute Idee war. Wenn ihr auch täglich mit Müll gefüllt würdet, hättet ihr etwa keine Lust, euch eines Tages zu rächen? Ein Poltergeist, der besser parken kann als ihr. Überwachungskameras liefern nicht nur lustige Videoinhalte, sondern können auch jemandes Ruf retten. Zum Beispiel den dieses Hundes, vor dem der Teenager, der am Steuer dieses Geländewagens saß, floh und dabei ein paar Briefkästen umfuhr. Das Urteil lautet, der Vierbeiner wird in allen Anklagepunkten freigesprochen. Gleich werdet ihr euch überzeugen, dass das Vorbeigehen mit einem schwarzen Koffer und einer rätselhaften Miene ein todsicherer Weg ist, das Interesse einer Frau zu gewinnen. Na, spürt ihr einen Energiekick? Seht ihr, wir haben unser Versprechen gehalten. Gebt uns einen Daumen hoch, um unser nächstes Video nicht zu verpassen. Wir melden uns bald wieder. Wenn Sie dies sehen, haben Sie bereits gegen die Protokolle der SCP Foundation verstoßen. Bleiben Sie, wo Sie sind. Das Säuberungsteam ist auf dem Weg. In der Zwischenzeit können Sie sich die Geschichten von Menschen ansehen, die das Glück hatten, den anomalsten SCP-Objekten zu begegnen. Wenn die Mitarbeiter der Foundation eintreffen, werden sie mit Amnesika der Klasse A behandelt und können sich fortan an nichts mehr erinnern.
Diese Aufzeichnung wird sich in 3, 2, 1 selbst zerstören.